geschaut, wie die längste Hängebrücke Deutschlands oder die Kramer-Otto-Höhle. Und wir sind jetzt nach Berlin gefahren, beziehungsweise wir sind in der Nähe von Potsdam. Beim Kristallklaren sehen. Sie sehen schon, wir haben hier eine wunderbare Spiegelung. Ja? Kommen wir zur ersten Schätzfrage. Wie kalt ist das Wasser? Kleiner Tipp, wir haben hier eine Umgebungstemperatur von 9 Grad. 4 Grad? Haben wir noch andere Vorstellungen? 9. 9, okay. Also ich kann Ihnen sagen, wir haben ja, wie gesagt, eine Umgebungstemperatur von 9 Grad und eine Wassertemperatur von 8,5. Beide Werte bleiben Sommer wie Winter ungefähr gleich. Ja, wenn man sich das mal hier ansieht, fließt das Wasser oder steht das Wasser? Steht. Sind wir uns einig? Muss ich leider widersprechen. Denn es fließt wirklich. Auch wenn wir es mit dem bloßen Auge kaum feststellen können. Ja, man hat Proben gemacht und zwar ist dieses Wasser, was wir hier in der Höhle vorfinden, Grundwasser. Und am Anfang der Höhle, ja, da hat man den kleinen Bach eingefärbt und dann konnte man feststellen, dass das Wasser ca. 2 bis 10 Tage braucht, bis es die Höhle einmal durchflossen hat. Was konnte man ebenfalls feststellen? Ja, dass alle Seen, die wir heute in der Höhle sehen, miteinander verbunden sind. Ja, und sehr beliebt war.
mal hallo. Hallo. Okay. Ja, so sieht so, wie schon erwähnt, da war schon zu ostdeutschen Zeiten, war der schon sehr beliebt gewesen. Ne? Und da möchte ich gerne eine Rundschau machen. Hier sind zum Beispiel Dauercamper. Sure.